Yo YouTube, was geht ab und willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Niemand spielt die MX9, obwohl sie super krass ist. Sie hat ein schönes Ironsight, super Movement und macht unglaublich viel Damage. Das einzige Problem an der Waffe ist, sie hat nur ein 32er Magazin. Ich würde sie also vorrangig in Solos und Duos spielen, in Trios und Quads ist auch noch möglich, aber da muss man halt immer wieder nach ein, zwei Gegnern reloaden, was auch vollkommen machbar ist. Mein Fazit zu der Waffe ist, sie ist wirklich sehr, sehr krass, probiert sie mal aus. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video, lasst gerne Like und Kommentar für den Algorithmus da. Lasst heute wieder versuchen, die 400 Likes voll zu machen, würde mich sehr freuen. Und lasst gerne noch hier auf dem Kanal ein kostenloses Abo da, falls du noch nicht gemacht haben solltet. Und schaut gerne auf Twitch vorbei. Da bin ich täglich ab 13 Uhr live. Let's go! Weiß ich nicht. Also diese MP40, I don't know. Habe ich mich wirklich in diesem Dreivierteljahr nicht einmal damit freuen können. Wellgun? Boah, Wellgun war cool. Wellgun auch mit Visier. Boah, Wellgun hat man wirklich einfach mit Visier gespielt und das war einfach nice. Ja, generell diese ganzen... Warum hat man diese ganzen Vanguard-SMGs mit Dings gespielt? Mit Visier? War der Iron Sights wirklich so schlecht? No way, oder? Ja. Am Ende bin ich Amaguera. Safe, safe. Amaguera war auch sehr, sehr geil. Der Fire Shotgun, oder? Den ich gerade gefaced habe. Kill confirmed. We've located the rest of them. Enemy UAV overhead. Geklafft da. Wird nicht gewertet. Oh mein Gott, was passiert jetzt? Ist immer noch dasselbe MX9 Build, safe. Habe ich nichts geändert dran. Oh mein Gott. Nice Wurf hier, aber. Nice Wurf hier jetzt. Tipps für 1 gegen 1, wenn der Gegner im High Ground ist. Movement. Dann immer versuchen, Movement zu hätten. Mach ich so immer. Dass er gegen ein paar Schüsse verschießt und dann halt den Überraschungsmoment nehmen. Dann ihm ein paar Schüsse geben. Ja, woher wusstest du, dass er da liegt? Auf meiner Advanced UAV? Links oben habe ich ihn gesehen. Hab halt 1 zu 1 seine Position gesehen und da ich nicht gehört habe, dass er runtergegangen ist, hat er halt meine Ebene sein müssen und genau dort, wo ich ihn auf der Karte gesehen habe. Einfach nur 1 und 1 zusammengezählt.
Großer Pfeff, ich danke dir. Wunderbar. Wunderbar. Ihr schibbert's aber, ihr schibbert's. Eine bessere MP als die MP5 aktuell, die ISO, die neue. ISO 9mm. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Ich spiele die nur momentan nicht wegen dem Ironside. Ich komme nicht auf das Ironside klar. Mag das gar nicht. Ich spiele auch nur mit Visier. Ja, die Ironside leider auf Maus und Keyboard ist es nicht. Wunderbar. Wunderbar. Den oben kann ich holen. Hinter mir war noch ein Castle und der dritte, der vierte, die fehlen mir beide. Let's find out. Können wir schon noch finden. Hier ist einer zum Beispiel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was im Untergrund da ist? Wunderbar. Nice try. Richtig, dass du dich rausdrückst. Let's go, GG's. 34 Kills, last game of the day. Mit der MX9. We take those. Sehr geil.